In den Trümmern Kölns waren auch der KBC und Sylt 07 zu Schaden gekommen, jedoch ihr Wille zum Neuaufbau erhalten geblieben. Am 13. Februar 1948 wurde der Fusionsvertrag unterschrieben und Franz Krämer zum Vorsitzenden berufen. Der neue Großverein gab sich den anspruchsvollen Namen Erster Fußballclub Köln. Das erste Spiel in neuen Trikots fand am 15. Februar 1948 statt. Die erste Mannschaft des ersten FC Köln gewann mit 8:2 Toren. Der hoffnungsvolle Anfang war gemacht. Es ging schnell aufwärts. 1949 wurde der FC erstklassig, kam in die Oberliga und gewann dort in 14 Jahren genau 228 Mal. Anlass genug zum Spaß an der Freud. Auch ein Geißbock wurde FC-Mitglied und wechselte vom Williams-Zirkus zur Krämer-Truppe. Sie fand bei Bayer 04 Leverkusen nicht immer das richtige Rezept und wurde dort manchmal aufs Kreuz gelegt. Obwohl das flinke Fränzchen Becker für die Kölner stürmte. Auch Schulmeister Willy Bars stellte den Torhütern manche unlösbare Aufgabe. Geben und nehmen, das gilt auch im Fußball. Und darüber staunt sogar Geißbock Hennes. Er staunte noch mehr über den mutigen Neubau des modernen Clubhauses, das genau 5 Jahre nach der Fusion eingeweiht wurde und, wie sollte es anders sein, den Namen zum Geißbock erhielt. Franz Krämer, der Baumeister des ersten FC Köln, sagte damals, unsere Kasse ist leer, aber unsere Sorgen haben sich gelohnt. Das erste große Geld verdienten die Geißböcke im Pokalendspiel 1954 in Ludwigshafen. Aller Anfang ist schwer. Die Kölner verloren durch einen einzigen Schwabenstreich. Der VfB Stuttgart gewann den Pokal und seine Anhänger jubelten. Ganz Deutschland jubelt. Die Heimat empfing ihre Fußballhelden, wie es sich für Helden gebührt. Auch Köln stand Kopf. Das runde Leder machte dem Karneval ebenbürtige Konkurrenz. Kölns noch junger Oberbürgermeister war beim großen Bahnhof natürlich dabei. Auf den Schultern jubelnder Fans ritten Schäfer und Mebus durch ein Spalier der Begeisterung. In einem einzigen Triumphzug ging es endlich nach Hause. Der Fußball hatte in Köln seinen ersten großen Sieg errungen. Durch den ersten FC. Dieser bereitete sich gewissenhaft auf neue Aufgaben vor. Im Bild auch Tschaikowski, der später meisterlich den Kölner Taktstock schwang. Mit 2 Weltmeistern wollte der erste FC Köln sein Traumziel erreichen und am 25. Juni 1960 im Frankfurter Waldstadion zum ersten Mal deutscher Fußballmeister werden. Es war eine Sonnenschlacht. Die Diskussionen um die Kölner Aufstellung sind nie abgerissen. Alles fing gut an. Köln stürmte, berannte das HSV-Tor. Rahn hatte die erste Chance, von Schnur vereitelt. Wieder Rahn. Wieder eine Chance. Vorbei. Dann endlich doch. 1:0 für Köln. Christian Breuer schießt es und macht Freudentänze mit Retter Christian Müller. Nur die Freude dauerte nicht lange. Gegenzug der Hamburger 1:1. Der HSV geht in Führung. Köln gibt nicht auf. Christian Müller erzielt das 2:2. Die Verlängerung droht, aber das Unheil ist schneller als die Uhr. Hamburg ist glücklicher und gewinnt 3:2. Vorbei. Am 12. Juni 1961 beging der FC sein 60-jähriges Jubiläum, natürlich im Geißbockheim. Und um Geißböcke drehte sich alles, um den Lebenden wie um seine bronzene Nachbildung. Zur Feier des Tages machten auch die FC-Spieler fröhliche Gesichter. Theo Borauen, Oberbürgermeister in Köln und Ehrenmitglied des ersten FC, gratulierte. Franz Krämer war entschlossen, den ersten FC Köln weiter aufzubauen, so wie auch sein eigenes Haus, in dem auch Fußballspieler Wohnung fanden, ein zweites FC-Heim also.
Dr. Pico Bauwens vollendete sein 75. Lebensjahr. Dem 1963 verstorbenen Fußballdoktor ist es noch vergönnt gewesen, am 12. Mai 1962 den größten Triumph seiner Kölner Landsleute mitzuerleben. Wieder zog der erste FC Köln ins deutsche Endspiel ein, machte seinen zweiten Anlauf, diesmal im Berliner Olympiastadion gegen den ersten FC Nürnberg. Viel Prominenz und mehr als 80.000 Zuschauer erlebten ein Fußballfest, sahen einen ersten FC Köln in strahlend weißen Trikots, eine Mannschaft, die ihr Können an diesem Tage in leuchtendem Glanz bewies und im 51. deutschen Endspiel eine Leistung bot, wie sie vorher und nachher selten eine Meistermannschaft vollbrachte. Hans Schäfer, der Kölner Regisseur, eröffnete den Torreigen gegen den achtfachen deutschen Meister aus Nürnberg. Diesmal ließen sich die Kölner nicht wie zwei Jahre zuvor in Frankfurt durch verfrühte Siegesstimmung aus dem Konzept bringen. Diesmal suchten sie entschlossen ihre Chancen und nutzten sie, wie Ernst-Günther Habig bei seinem Kopfballtor. Hans Sturm hatte in seinem 300. Spiel kein Glück. Pfostenschuss. In der zweiten Halbzeit steigerten sich die Kölner noch. Nürnbergs Abwehr war völlig durcheinander. Habich zeigte, dass er es auch in den Füßen hat. 3:0. Das musste der Sieg sein. Die Geißböcke behielten weiter klaren Kopf und spielten Traumfußball. Über 3, 4, 5, 6 Stationen lief der Ball. Viele tausend treue Kölner Schlachtenbummler jubelten ihrer Mannschaft zu. Besonders dem guten Pott, der zum 4:0 einschoss. 80.000 im Olympiastadion, Millionen an Bildschirmen und Rundfunkgeräten wussten, der erste FC Köln wird deutscher Fußballmeister. Franz Krämer und sein erster FC sind der Meisterschale greifbar nahe. Jubel nach dem Schlusspfiff. Begeisterter Gesang. So ein Tag, so wunderschön wie heute. Ein Tag, an dem auch Tränen flossen. Freudentränen. Für immer unvergessen bleibt der sonnige, stolze und glückliche Tag, der 12. Mai 1962, als der erste FC Köln seine erste deutsche Meisterschaft gewann. Die erste für Köln, die erste für den Mittelrhein. Berlin war eine Reise wert gewesen und die Siegesfeier entsprechend ausgiebig. Der Abschied vom Kurfürstendamm fiel schwer und dennoch leicht, denn es ging der Heimat zu. Ein letzter Blick aus den Wolken auf die Städte des Triumphes. Ruhm verpflichtet. Das Wunder Technik machte ein Fernsehinterview hoch in den Lüften möglich. Und Franz Krämer sagte: Natürlich ist es für uns als Verein oder als Club eine wunderschöne Sache, nach so vielen Jahren nun auch mal das Ziel erreicht zu haben. Wir sind alle glücklich darüber. Ich glaube, gestern haben wir es noch gar nicht so richtig erfasst, dass wir wirklich deutscher Meister sind. Kommt es allmählich erst zum Bewusstsein. Ne? Und ich glaube, in diesem Augenblick sollten wir auch an den Trainer erinnern, an den Jugoslawen Zlatko Tschaikowski. Er hat ja doch wohl auch viel seines mit dazu beigetragen, wenn wir ihn natürlich gestern auf dem Spielplatz, auf dem Feld nicht gesehen haben. Aber ich denke, Sie können mit Ihrem Trainer zufrieden sein. Ja, wir sind alle mit ihm zufrieden, sowohl der Vorstand als auch die Mannschaft. Es ist sicherlich das Verdienst unseres Trainers, dass unsere Mannschaft technisch sehr viel dazugelernt hat, an Tricks, die auch zum Spiel geschehen, in der taktischen Spielauffassung und vor allen Dingen in der mannschaftlichen Geschlossenheit sind wir heute sehr stark. Dankeschön, Herr Krämer. Ja, für mich beste Gefallen, zweites Tor.
war eine großartige Kombination. Das war von Günter Habeck. Tor von Günter Habeck. Schäfer schicken in einen Freiraum Christian Müller. Müller kommt bis Linien und von Linien Ball zurück und Habeck wunderbar mit Kopf mein zweites Tor. Die Heimat hat sie wieder. Schon auf dem Flughafen Köln-Wahn kennt der Jubel keine Grenzen. Wasserwerfer müssen allzu hitziges rheinisches Temperament abkühlen. Rot-weiße Blumen sind in ganz Köln nicht mehr zu haben. Unbeschreibliche Fußballfreude begleitet den langen Triumphzug des deutschen Meisters, der auf dem Neumarkt von einer unübersehbaren Menge stürmisch gefeiert wird. Franz Krämer, der Vater des Sieges, fand auch hier die richtigen Worte. Worte des Dankes für seine Mannschaft, für ihren Trainer, für alle, die mithalfen und spontanen Anteil nahmen. Er versprach, dass der erste FC Köln auf dem Erfolg nicht ausruhen werde, sondern fortfahren würde, dem nächsten Ziel entgegen, dem Europapokal. Das Lob der in- und ausländischen Presse für den ersten FC Köln und seinen Vorsitzenden war einstimmig. Glückwünsche und Ehrungen rissen nicht ab. Für den Westdeutschen Fußballverband gratulierte Konrad Schmiedeshagen, für den ersten FC Nürnberg Heiner Stuhlfaut. Alle spornten den neuen Meister an, weiter so, erster FC Köln. Und es ging weiter, trotz des schwarzen Tages von Dundee und der 1:8 Niederlage. Franz Krämer behielt den Humor und war den Schotten in Köln ein großzügiger Gastgeber. Die Chance im Europapokal war allerdings trotz des 4:0-Sieges dahin. Die repräsentativen Verpflichtungen hielten an. Fachleute prüften die Stollen für das letzte deutsche Endspiel, in dem der 1. FC Köln am 29. Juni 1963 gegen Borussia Dortmund antrat. Welche Vorahnung! Es ging Schlag auf Schlag. Eins zu null für Dortmund. 2:0. Und sogar 3:0. Der Kölner Ehrentreffer war Schnellingers letzte Tat im Geißbock-Trikot. Schon wenige Tage später wurde sein Weggang nach Italien besiegelt. In Deutschland sprach man von der Bundesliga. Ihr Vorkämpfer Franz Krämer sagte in einem Fernsehinterview mit Ernst Huberti: Nun in der Bundesliga ein Lizenzspieler verdienen. Der Lizenzspieler darf zwischen 250 und 500 Mark Grundgehalt verdienen, plus Prämien insgesamt 1200 Mark brutto. Das ist der Unterschied gegenüber früher. Er muss jetzt seine Steuern selbst bezahlen. Halten Sie diesen Betrag für hoch genug, dass ein Verein nun wirklich keine schwarze Kasse mehr zu führen braucht und seine Spieler mit diesem Geld zufriedenstellt? Ja, ich glaube ja, denn der Spieler darf ja außerdem auch noch einen Beruf ausüben. Und wenn man annimmt, dass er mindestens 500, 600, 700 Mark noch im Beruf, selbst bei einer Position als Angestellter oder Arbeiter verdient, dann hat er doch 2000 Mark schon fast brutto. Sie sind der Präsident eines Fußballclubs. Sie werden sich Gedanken machen müssen, wie viele Spieler Sie haben müssen, um in der Bundesliga bestehen zu können. Ja, ich schätze, dass ein Verein doch rund 20 Spieler haben muss. Ich glaube sogar, dass wir, um meinen Verein als Beispiel heranzuziehen, sicherlich noch zusätzlich 2-3 junge Leute dazu, als bei rund 24 Spielern. Vor dem ersten Bundesligaschlager in Köln wurde Hans Schäfer als Fußballspieler des Jahres 1963 geehrt. In voller Farbenpracht, mit Pauken und Trompeten, feierte der 1. FC Köln am 9. Mai 1964 seine erste Bundesligameisterschaft. Dazu wollte auch die Prominenz gratulieren. Prominenz des Sports, Prominenz aus Stadt und Land, zu der Ministerpräsident Dr. Franz Meyers und Oberbürgermeister Theo Boraun gehörten. Solche Fußballfreunde begrüßt man gern. Die Fußballjugend beglückwünschte Hans Sturm zum 400. Spiel im 1. FC Köln. Sein Maskottchen nickte dazu. Gleich nach dem Anstoß stürmte Köln in Richtung Stuttgarter Tor, weil auch im Fußball der Angriff die beste Verteidigung ist. Die Kölner Verteidigung ließ sich trotz des Ausrutschers überlisten. Und so gelang den Schwaben, was die Rheinländer wollten, die Führung. Ein Schönheitsfehler, meint auch Trainer Knöpfle.
dessen Schützlinge bei ihren Gegenangriffen kein Glück hatten und als schon feststehender Meister in keineswegs meisterlicher Stimmung in die Kabinen gingen. In der Pause fragte man sich nicht nur in der Ehrenloge, ob der Meister auch der Sieger dieses Spieles sein würde. Optimisten meinten allerdings, lass das mal den Schäfer machen, der auch prompt den Ausgleich erzielte. Ja, der Hans, der kann's. Seine jüngeren Freunde eiferten ihm nach. Ein schöner Zug, ein Querpass, ein Schuss, ein Tor durch Hornig. Das 78. der ersten Bundesliga-Saison, die der 1. FC Köln mit seiner zweiten deutschen Fußballmeisterschaft beendete. Wie einst im Mai, Jubel um den Fußballmeister, der erschöpft, aber glücklich, umringt von seinen Freunden und Anhängern im guten alten Müngersdorfer Stadion, wo er einen Großteil seiner bisher ausgetragenen 938 Spiele bestritt, die Trophäe entgegennimmt, die das größte Ziel, der größte Stolz jedes Fußballspielers, jedes Vereinsvorsitzenden ist, die Silberschale des deutschen Fußballmeisters. Der 1. FC Köln gewann sie am 9. Mai 1964 zum zweiten Mal. Jener 1. FC, der unter der Führung Franz Kremers Köln zu einer Fußballhochburg machte. Schön ist das Fußballspielen, wenn man Erfolge hat. Erfolge, über die sich Spieler und Zuschauer freuen, für die der Trainer aus höchstem Munde ein Lob erhält und die Gefolgsleute von König Fußball auf den Plan rufen. Viele von ihnen kamen zur rot-weißen Nacht am Geißbockheim. Wer kennt ihre Zahl, wer nennt ihre Namen? Aber sie alle gehören dazu und sie alle sind ein Stück 1. FC Köln, ein Stück deutscher Fußballmeister. Ihm wurde am 2. Juni 1964 eine besondere Ehre zuteil. Zum ersten Mal empfing der deutsche Bundeskanzler eine Fußballmannschaft. Der 1. FC bewegte sich auch auf dem spiegelglatten Parkett im Palais Schaumburg meisterlich. Früh übt sich, was ein Meister werden will. Und weil das auch im Sport so ist, widmet der 1. FC Köln seiner Jugendarbeit besondere Pflege. Franz Kremer hat auch für die kleinen Balltreter immer Zeit. Er ist ein Freund der Jugend. Im FC-Sportpark wächst sie heran, von ihren Vorbildern beobachtet, von bewährten, erfahrenen Männern betreut. Und weil, wie man sieht, auch die FC-Jugend schon schön spielen und eindrucksvolle Tore schießen kann, braucht Franz Krämer um den Lizenzspielernachwuchs keine Sorgen zu haben. Söhne lernen von ihren Vätern. Aber wichtiger als Tore, Siege und Meisterschaften ist die Gesundheit der dem 1. FC Köln anvertrauten jungen Menschen. Auf 6 Plätzen des 1. FC Köln, auf den 90.000 Quadratmetern seines am Stadtrand herrlich gelegenen Sportparks sind sie zu Hause. Üben, trainieren und spielen 30 Mannschaften. Jugendliche, Amateure, Senioren und Lizenzspieler. Vom D-Jugendspieler bis zum Altinternationalen des 1. FC. Er besitzt nicht nur einen Sport, sondern auch einen Tierpark. Er hat nicht nur Fußballnachwuchs, sondern auch Geißbocknachwuchs. Hier bekam er sogar einen Oscar. Aber der größte Stolz von annähernd 2500 FC-Mitgliedern ist das Clubhaus. Modern, repräsentativ, zweckmäßig. Im Jahre 1953 seiner Bestimmung übergeben, wurde es mehrfach baulich verändert und erweitert und ist seit einigen Jahren der Mittelpunkt des sportlichen und gesellschaftlichen Lebens im 1. FC Köln, den viele in- und ausländische Besucher wegen seiner schönen, gepflegten Anlagen und Bauten bewundern oder beneiden. Im Sommer im Freien, im Winter in der Halle. Das umfangreiche Trainingsprogramm soll unter der Leitung mehrerer Trainer und Übungsleiter ohne Pausen und Störungen ablaufen. Und wer sich in der Hitze des Gefechtes eine Verletzung zuzog, findet im Massage- und Behandlungsraum Hilfe. Vielleicht wirkt eine Unterwassermassage Wunder.
oder helfen moderne medizinische Apparaturen und Instrumente von fachmännischer Hand bedient. Viele Hände und Helfer sind zum Wohl der aktiven Sportler tätig und alle intensiven Bemühungen dienen der Vorbereitung auf das nächste Spiel. Nicht wenige wirken im Hintergrund, der Arzt, der Masseur oder der Zeugwart. Sie alle arbeiten mit dem Trainer Hand in Hand. Im Zeitalter des Spitzenfußballs darf nichts dem Zufall überlassen bleiben, können auch Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden. Manche Entscheidung fällt noch kurz vor dem Spiel, wenn der Boss seinen Männern in der Kabine ein letztes aufmunterndes Wort sagt. Vor eigenem Publikum und gegen ausländische Gäste, wie hier gegen die thailändische Nationalmannschaft, will man natürlich besonders gut abschneiden. Franz Krämer ist immer dabei. In 17 Jahren hat er nur etwa ein Dutzend FC-Spiele nicht gesehen. Auch das Gruppenbild ist selbstverständlich. Der übliche Wimpelaustausch, wieder ein wertvolles Stück für die große Sammlung, die im Geißbockheim die Blicke der Neugierigen anzieht und an bisher 141 internationale Spiele des 1. FC Köln gegen Mannschaften aus 24 Ländern der Erde erinnert. Auf vielen Auslandsfahrten ist die Geißbock 11 ein guter Repräsentant des deutschen Sports gewesen, hat sie ihrem Lande, ihrer Stadt und ihrem Club Freunde gewonnen. Erinnerungen werden wach. Inter Mailand, AS Roma, Real Madrid, Spartak Moskau und wie sie alle heißen, der 1. FC Köln ist international, was seine Spiele und seine Spieler betrifft. Sie haben sich den Wind um die Nase wehen lassen. Der Sport hat ihnen die Welt geöffnet. Oft galt es Abschied zu nehmen von Köln. Weite Strecken mussten zurückgelegt werden in alle Himmelsrichtungen. Jeder vertreibt sich die Zeit bis zum nächsten Anstoß auf seine Weise. Skat ist besonders beliebt, ob auch der Boss manchmal ein Spielchen riskiert. Dass im Autobus schon manche Wette über das nächste Spiel oder den nächsten Gegner abgeschlossen wurde, ist authentisch. Und man weiß auch, dass Franz Krämer dabei nicht immer Sieger geblieben ist. Trotzdem, Bange machen gilt nicht. Auch nicht vor dem Fliegen, obwohl Franz Krämer diese Art des Reisens nicht sonderlich schätzt. Aber ein Clubvorsitzender muss vieles in Kauf nehmen. Wohin mag es diesmal gehen? Fußballspieler sind weltgewandte Leute, meistens fröhlich und gut gelaunt. Ein letztes Winke-Winke für die Zurückbleibenden und dann hat das Flugzeug seine kostbare Fracht aufgenommen. Um ehrlich zu sein, auch einige Spieler sind froh, wenn die Maschine wieder aufsetzt, die hier gleich langsam unseren Blicken entschwinden wird. Eine Ferienreise ist es sicherlich nicht. Denn oft sind auch Fußballspiele Schwerstarbeit. Über Mangel an Arbeit können sich auch die hauptamtlichen Mitarbeiter im Clubsekretariat nicht beklagen. Organisation und Verwaltung kommt große Bedeutung zu. Heinrich Holthoff und seine Mitarbeiterinnen wissen ein Lied davon zu singen. Wie immer man es rechnet, das Müngersdorfer Stadion ist zu klein. Manche Kartenbestellung muss abschlägig beschieden werden. Doch das ist nur ein Teil der Post, die Doris täglich zu schreiben hat. Monika ist für die Buchhaltung zuständig. Wie es heißt, soll es um die Finanzen des 1. FC Köln nicht schlecht bestellt sein. Darauf lässt auch der große Tresor schließen und nach Heinrich Holthoffs zufriedenem Gesicht zu urteilen, scheint die Einnahme für das nächste Spiel gesichert. Der 1. FC Köln erwartet wieder ein volles Haus. Nahezu 1 Million Menschen sahen in 2 Jahren die Heimspiele des 1. FC Köln. Weit größer war ihre Zahl auswärts. Wie viele mögen Hans Schäfer in seinen 700 Spielen zugejubelt haben? Hier galt es, ihn dafür zu ehren. Wieder einmal mischte sich Kölns populärer, sportfreudiger Oberbürgermeister unter das Fußballvolk. Auch Altbundestrainer Herberger war gekommen. DFB-Chef Dr. Gößmann. Und der DFB-Trainer Helmut Schön. Franz Krämer würdigt die Können und Leistung Hans Schäfers, bewiesen in 17 Jahren für den 1. FC Köln. Bravo, Hans Schäfer, und Dank für alles. Für deutsche Meisterschaften, Pokalsiege, 39 Länderspiele,
für die unvergessliche Weltmeisterschaft und für das, was aus einer glanzvollen Fußballkarriere hier noch aufzuzählen wäre. Franz Krämer hat diese Karriere weitgehend mitbestimmt und günstig beeinflusst. Und die Fußballjugend, sie möchten alle ein Hans Schäfer werden. Abends im Geißbockheim, zur Ehrung des Jubilars, sozusagen ganz im Familienkreis, mit Angehörigen, Verwandten, Freunden, mit Spielerfrauen und Spielerbräuten. Hausherr Franz Krämer würdigt auch hier noch einmal Hans Schäfers Treue und Können. Beide Eigenschaften haben zum Aufstieg des 1. FC Köln in entscheidendem Maße beigetragen. Und nur wenige Namen sind mit den Geschicken des Clubs für immer so eng verbunden wie dieser, Hans Schäfer. Seine große Zeit als Fußballspieler ist vorbei, aber Franz Krämer wird auch in Zukunft auf die Persönlichkeit und die Erfahrungen eines Hans Schäfer nicht verzichten wollen. Vielleicht kann er mithelfen, dass der 1. FC Köln stets ein Club der Internationalen bleibt. 15 FC-Spieler wurden von 1948 bis 1965 zusammen 151 Mal in die Länderelf berufen. Kaum ein anderer Club hat annähernd eindrucksvollere Zahlen zu bieten. Um eine wichtige Entscheidung ging es am 15. Mai 1965 beim Spiel der beiden erfolgreichsten Nachkriegsmannschaften, Dortmund und Köln. Beide kamen diesmal für die Meisterschaft nicht mehr in Frage, wohl aber für den 2. Platz. Alles wartete auf Hans Schäfers 500. Tor. Nationaltorwart Tilkowski konnte es nicht verhindern. Hans Schäfer war wieder einmal Held des Tages. Feuerfrei zur 2. Halbzeit. Auch die Dortmunder beginnen mit Feuer. Herrlich ihr Spielzug. Aber König Toni hält. Das Schießen ist des Müllers Lust. Diesmal trifft er voll ins Schwarze. Das bedeutet Sieg und Vizemeisterschaft für Köln. Berechtigter Anlass zu großem Jubel für den FC-Anhang. In 17 Jahren 2 deutsche, 3 Vize und 5 westdeutsche Meisterschaften. Herz, was willst du mehr? Auch bei den FC-Amateuren fiel der Groschen. Mit 4:2 Toren wurden sie Mittelrheinmeister. Das alles ist so ganz nach Franz Krämers Nase. Wieder eine Meisterschaft. Und so können sich Fußballspieler auch heute noch von Herzen freuen. Franz Krämer ist stolz auf die Amateure des 1. FC und auf den Meisterkranz, der 1949 schon einmal gewonnen wurde und damals der Anfang eines imponierenden Aufstiegs bis zur Spitze war. Damals wie heute flossen Tränen. Und beim Anblick der Mannschaftsfotos wird es noch in vielen Jahren heißen, weißt du noch? Ein weiteres Geburtstagsgeschenk für Franz Krämer. Zum 2. Mal wehte die Fahne des 1. FC Köln über dem westdeutschen Jugendendspiel. Nach den Lizenzfußballern und den Amateuren wollte auch die A-Jugend eine Meisterschaft zur Geburtstagsfeier des FC-Vorsitzenden beisteuern. Das gelang ihr. Mit diesem und einem weiteren Tor. 2:0 gewann der 1. FC Köln über den VfL Bochum. Verständliche Freude des Kölner Torwarts und viel Beifall des Publikums. Franz Krämer kann zufrieden sein. Die FC-Tradition trägt ihre Früchte. Jupp Röhrig, auch ein großer Kölner Fußballname, legte den Grundstein für 2 westdeutsche Jugendmeisterschaften. Erfolge der FC-Jugend in der Kreismeisterschaft und Pokalsiege kommen noch hinzu. Der Konstanz-Jersch-Wander-Preis wird in der Trophäensammlung des 1. FC Köln einen Ehrenplatz erhalten. Im 1. Fußballclub Köln wird auch Handball gespielt. Damen-, Jugend- und Seniorenmannschaften gehören dazu. Sie spielen zwar noch nicht meisterlich, aber doch so erfolgreich, dass Fritz Krahn optimistisch in die Zukunft blicken kann und auch die FC-Handballer das Tor zum Aufstieg in höhere Klassen finden werden. Der 1. FC Köln hat sich nicht nur durch fußballerische Spitzenleistungen, sondern auch durch seine vielseitige Breitenarbeit einen guten Namen gemacht. Das gilt auch für jene Sportart, die ihre Anhänger durch eine kleine weiße Zelluloidkugel in den Bann schlägt.
Tischtennisspieler müssen es im Kopf und in den Beinen haben. Ein Doppel, das Schweiß kostet und bei dem es um Punkte und Sätze geht. Auch die Damen stehen dabei ihren Mann, denn die ganze Tischtennisabteilung will gut aussehen. Das ewig Weibliche zieht uns hinan. Wir wollen Sie jetzt mit dem tänzerischen Spiel der Gymnastikgruppe des 1. FC Köln für eine kurze Weile allein lassen. Gymnastik sollte man treiben, als ebenso angenehme wie gesunde Freizeitbeschäftigung. Uns interessierte die Frage nach der Freizeitgestaltung Franz Kremers, den wir in seinem Haus in der Franzstraße besuchten. Alles passt zusammen und so überrascht es nicht, dass ihn auch hierher der Fußballsport begleitet. Sportzeitungen gehören natürlich zur Morgenlektüre Franz Kremers und schon schmeckt die unvermeidliche Zigarre sein ständiger Begleiter. Ruhe und Erholung findet Franz Kremer beim Spaziergang durch seinen eigenen Garten. Und wenn auch in seinem Leben der Fußball der springende Punkt ist, auf diesem Rasen wird er nicht gespielt. Aber auch hier ging die Saat Franz Kremers auf. Als Mann mit vielen großen Vorbildern teilt er das Hobby des Rosenzüchtens mit einem seiner populärsten Kölner Landsleute. Doch manche Dinge lassen sich nicht durch die Blume sagen. Viele Besucher kommen in die Franzstraße. Verwandte, Freunde, Geschäftspartner, Sportkameraden. Manche bekommen eine Zigarre vom Boss, der einem guten Tropfen nicht abgeneigt ist. Ob Fernet Branca, Calvados oder Whisky. Getränke für harte Männer, die es im Leben zu etwas gebracht haben. Für Männer, die leider nur selten Muße finden, sich ihrer Bibliothek zuzuwenden und sich in ein unterhaltsames, spannendes oder auch lehrreiches Buch zu vertiefen. Fußballfreihaus liefert das Fernsehgerät, aber Franz Kremer weiß abzuschalten und sich dann mit seiner Frau Liselotte ins idyllische Gartenhaus zurückzuziehen. Eine Ferieninsel mitten im Großstadtgetriebe. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Frau Liselotte Kremer ist eine verständnisvolle Lebensgefährtin, die oft zugunsten des 1. FC Köln zurückstehen muss, der ihr dafür nicht wenig Dank schuldet. Die Stunden der Zweisamkeit wollen auch wir nicht stören. In der Firma Franz Kremer KG ist Frühtag. Auch der Platz am Schreibtisch des Chefs bleibt nicht lange unbesetzt. Täglich kommen Berge von Post für die Firma Kremer und für den 1. FC Kremer, für den 1. FC Köln. Franz Kremer, der sich selbst scherzhafterweise einen demokratisch-diktatorischen Boss nannte, ist ein zäher, gründlicher Arbeiter, ein Freund schneller und klarer Entscheidungen. Nichts wird auf die lange Bank geschoben. Er arrangiert, organisiert und diktiert, denn ein altes Sprichwort sagt, wer schreibt, der bleibt. Im 1. FC Köln wird viel geschrieben, nicht nur Notizen und Briefe vom Boss, sondern auch Autogramme der Spieler. Der 1. FC Köln ist in Deutschland und weit darüber hinaus berühmt und populär geworden. Die Namenszüge seiner Spieler sind sehr gefragt. Wo sie sich zeigen, entsteht Gedränge, werden sie von Anhängern und Verehrern umringt. Annähernd 50.000 Autogrammwünsche erfüllte der FC Köln innerhalb eines einzigen Jahres. Franz Kremer erkannte schnell die Wichtigkeit einer wirksamen Öffentlichkeitsarbeit, auf die ein Sportclub im Zeitalter der Bundesliga ebenso wenig verzichten kann wie ein Wirtschaftsunternehmen. So wurde der 1. FC Köln auch in dieser Beziehung richtungweisend. Sein Pressedienst, seine Stadioninformationen und seine Clubzeitung finden allerorts ein nachhaltiges Echo. Die Geschichte des 1. FC Köln wurde in diesem Archiv niedergeschrieben. Sie gibt Zeugnis von der Entwicklung eines Clubs, der in Zeiten der Not zusammenfand, sich aus bescheidenen Anfängen heraus und durch Krisenzeiten seinen Weg nach oben bahnte und sich dort behauptete.
Dem 1. FC Köln ist nichts in den Schoß gefallen, aber er hat das Glück, an seiner Spitze Franz Krämer zu haben. Dieser Film wollte die Chronik eines Mannes sein, der den Fußball hoffähig machte, der Kontakte schuf und führende Männer des Landes, der Stadt und der Wirtschaft für sein Werk gewann. Franz Krämer hat ihnen ihre Bereitschaft und Treue zu danken gewusst, hat sie ausgezeichnet und geehrt. Er, dem selbst viele Ehrungen zuteil wurden, der zwar nicht immer ungeteilten Beifall bekam, aber auch die Anerkennung seiner Widersacher fand. Franz Krämer, dem für alle Zeiten beurkundet ist, dass er sich um den Fußballsport, um den 1. FC Köln, wie kaum ein anderer verdient gemacht hat. Zum 30. Juli 1965 sagte der zweite Vorsitzende des 1. FC Köln, Werner Müller. Lieber Franz Krämer, der 1. FC Köln dankt Ihnen für alles. Wir wünschen Ihnen eine glückliche Zukunft und uns, dass es Ihnen zur Freude aller Kölner Fußballanhänger noch lange vergönnt sein möge, die Geschicke des 1. FC Köln zu lenken.